Wir versuchen bei den Schreiberburgen jedes Jahr ein breites Programm auf die Füße zu stellen, damit jeder Modellbauer was für sich finden kann. Wichtig für jeden Modellbauer ist Fachwerk, zum Beispiel hier das Lutherhaus in Eisenach, dieses Jahr neu. Fachwerk bringt die Wärme rein, die ein Modellbauer sucht. Sie können so ein Modell als Kindermodell nehmen für einen Anfänger. Es kann aber auch auf einer Modellbahnanlage stehen. Es ist einfach für einen Anfänger sehr gut zu handhaben. Genauso dieses Flugplatzmodell, auch einfach zum Bauen. Sie sehen Hangar, Control Tower, Sie sehen ein paar Flugzeuge, die Feuerwehr, ein Tankwagen. Es ist einfach, aber ein schönes Modell. Wichtig sind auch bei den Schreiberburgen römische Modelle. In diesem Jahr neu das Pantheon. Pantheon in Rom mit der goldenen Kuppel, damals schon in Beton ausgeführt, hält heute noch großartige Leistung von den Architekten. Kirchen, den Dom in Speyer, den gibt es schon seit einigen Jahren. Da musste der Wormser Dom als einer von den wichtigsten Domen am Rhein, konnte da nicht fehlen, mit seinen Schieferdächern, wunderschön in der romanischen Architektur. Das kennt natürlich jeder, die Freiheitsstatue, ganz neu gemacht. Gab es früher schon ein Modell davon, wir haben es dieses Jahr ganz neu entwickelt. Jeder Einwanderer von Europa, der die USA erreicht hat, hat das als erstes gesehen. Nicht umsonst ist es heute noch das Wahrzeichen als Symbol für die Einwanderer. Dieses Jahr haben wir ein ganz besonderes Modell für die Modellbauer auf die Füße gestellt, die das Besondere einfach suchen. Und zwar die Titanic im Maßstab 1 zu 200. Ein richtig großes Schiff. Sie sehen es hier, ist schon ein ganz schön dickes Paket. Ist eine ganze Menge Material. Das Schiff selber wird 1,36 Meter lang, mit allen Details auf Deck. Davids Rettungsboote, auch wenn es viel zu wenige waren, aber sie sind auf jeden Fall alle da. Es ist komplett neu, wunderschönes Design. Und was die Sache auch besonders macht, wir haben es darauf eingerichtet, obwohl es ein Papiermodell ist, dass Sie es abdichten können mit Klarlack und eine Fernsteuerung einbauen. Und das ist natürlich eine besondere Schau, wenn Sie mit so einem großen Modell auf den See gehen und dort mit Fernsteuerung fahren, die Leute fragen, was ist das für ein Material, Plastik, Holz? Nein, Papier. Keiner wird es Ihnen glauben, das ist der Aha-Effekt.